Das Szenemagazin Steirermonat feierte in der Shopping City Seiersberg Geburtstag. 4 Jahre, junger Freund, 4 Jahre Steirermonat. Stellt sich noch vor, das haben die überlebt, sogar noch zu wachsen, alle anderen vom Zusperren. Aber Gott sei Dank, wir sind heute in einer Shopping City und das bedeutet Wachstum, das bedeutet Prosperität und was natürlich mein Herzblut ist, Wirtschaft, Arbeitsplätze. Die Partygäste durften sich zu diesem Anlass die Fragen selbst stellen. Ja, Sie könnten heute fragen, was mich mit dem Steirermonat verbindet. Ich bitte darum, was verbindet Sie? Ja, ich habe gebeten, dass Sie mir die Frage stellen, weil das war mein erster öffentlicher Auftritt, als ich vor einem Jahr in die Politik gekommen bin. Wie lange wird dieser Abend heute noch dauern? Ich schätze, es wird länger werden. Um 9 sperren die Geschäfte wieder auf. 6:30. Ja, ich frage mich am heutigen Abend, wo das enden soll. Jetzt haben wir schon letztes Jahr geglaubt, mehr Leute gehen nicht mehr beim Steirermonat-Event. Heute haben wir das nur mal übertroffen. Ich frage mich wirklich, wo das enden wird und wie lange das noch gut gehen kann. Die Frage könnte lauten, welche Location nehmen wir als nächste, nachdem wir schon das drittgrößte Einkaufszentrum Österreichs haben? Es würde sich das Schwarzenegger Stadion anbieten. Allerdings nicht sehr wettersicher Ende März. Es würde sich der Hauptplatz anbieten, auch nicht sehr wettersicher. Naja, weiß ich nicht, ob das Sendestudio von Steiermark 1 unter Umständen genügend Platz bieten würde für unsere 1000 oder noch mehr Gäste. Um dieser illustren Schar auch genügend Platz zu bieten, dürfte aber im nächsten Jahr kein einziger Gast mehr erscheinen. Und das ist ziemlich unwahrscheinlich. Was passiert, wenn man Steirermonat rein auf die Initialen herunterbricht? Das bedeutet dann SM. Und SM heißt so viel wie, fällt man nur Steirermonat dazu ein. Komisch. Sicher nicht SM. Ja, gehört auch dazu. Ich hoffe, ihr wisst, dass ihr ein Haus, ich komme. Also lassen wir es lieber dabei. SM? Da passiert etwas, was sich gut verkaufen lässt. Was sich sicher gut verkaufen ließe, womit wir aber nicht kokettieren. SM und damit kann man jetzt natürlich viel anfangen. So ein Schlenker, ich wollte mich zu einer etwas tiefen Ansage führen, nicht? Ne?